Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Craft Attack, zu Folge 100 bei mir und bei Klüm, 95, 96, 97, ja, 98. Irgendwie sowas. Irgendwas. Es ist heute der 1. März und wir haben gestern Abend im Livestream super viel gefarmt. Die Farm zeigen wir euch später noch im Nether, wo wir Withers... Du... wo wir Wither-Skeletons gefarmt haben. Und es ist kein Zufall, dass heute am 1. März Folge 100 kommt, denn wir haben insgesamt 12 Wither-Skeleton-Skulls gefunden. Genau, zusammen. Ist super perfekt zu 1 oder zu 11. 1. Genau. März 100, aber 101. Aber guck mal, 1.3. Cool, 101 Köpfe ist doch, gefunden. Ist doch 1.3. Ist doch hier, passt doch. Was okay, sagst wo lang? Du denn? Ja, du weißt doch, wo deine Farm ist, denn wir werden jetzt 4 Wither töten. Krasses Special und so. Vier Wither! So, ich habe hier mal was vorbereitet. Okay. Boah, sogar eingebaut. Ja, na klar, ich hab mehrere Geheimnisse im Nether. Oh. Willst du uns von deinen intimen Geheimnissen im Nether erzählen? Ich kann dir gleich gerne noch ein weiteres zeigen. Alles klar. Wir haben auch so ein Geheimnis zusammen. Ja, haben wir? Die Nether Farm. Meinte ich jetzt damit. Das ist auch mega geheim. Ja. Die kennt auch keiner. Die ist übertrieben. Okay. Hier oben. Wieso isst du Äpfel? Der Room. Ja, weil ich Äpfel hatte. Cool. Und hier drauf spawnen wir die Wither. Also einen nach dem anderen. Ach so, ich dachte alle gleichzeitig. Dann gehe ich jetzt mal schnell hier ein paar Ebenen runter und setze hier meine Chest hin, oder? Damit die nicht von der Explosion weggesprengelt wird. Also viel Explosion sollte da nicht sein, aber ja. Okay. Ich setze die mal einfach hier hin. Zack. Gut, weil da drin haben wir nämlich. Ich nehme erstmal 3 raus, oder? Übertreiben wir mal nicht. Fangen wir klein an. Nimm mal 3 Stück raus. Ja, nimm mal 2 raus. Ich habe auch einen Kopf. Echt? Du hast einen dabei? Ja, hier. Okay. Du hast deinen Kopf dabei. Dann darfst du den letzten setzen. Dann hast du offiziell wahrscheinlich den ersten Wither in Craft Attack gespawnt. Juhu! Wuhu! Party! Party, Party, yeah! So, wo muss ich den hinsetzen? Gib mal bitte. Ja, 3 reicht, aber danke. Echt? Nee, man braucht 4. So. Und dann müssen wir die Köpfe hier dran setzen. Du kannst den auch schräg spawnen. Die Fläche hier ist nur 2 hoch und deswegen glitscht er oben rein. Und du kannst den so schräg spawnen. Der spawnt dann da, wo ich den ersten Plöppel gesetzt habe. Ist das jetzt dein Ernst? Ja, das ist wirklich mein Ernst. Okay, ich habe von Minecraft keine Ahnung, merke ich gerade. Okay, muss ich jetzt hier die hinsetzen, so. Ja, und noch einen. Und hier. Okay, go. Party. Ich habe das gerade noch probiert auf meiner Creative-Welt. Ohne Spaß, also kein Scheiß. Also manchmal kann es vorkommen, dass man den Kopf neu setzen muss, weil... Aber wir sind auch Difficulty, also wir sind nicht auf Peaceful oder so. Das ist jetzt seltsam. Okay, probieren wir das mal ein bisschen. Klüm! Es geht! Ich hab's eben noch ausprobiert. Vor circa hast du den Kopf wenigen aufgesammelt? Sekunden. Singleplayer. Ja. Okay, probieren wir das hier. Nicht so, das ist Krüppel. Probieren wir es einfach auf der anderen Seite mal. Keine Ahnung, dass irgendwas ändert, aber. Ach komm, fucking on. Vielleicht haben die Witherspawns blockiert. Damit auch ja keiner einen Witherspawned vor heute. Das kann aber nicht. Hä, kann man das überhaupt ausstellen? Weiß nicht, dass ich wüsste. Das ist Survival. Ja, wir haben ja Command-Block hier, so ist nicht. Trotzdem. Seit wann kann man wieder... Was machen wir denn jetzt? Pass auf, eine Idee habe ich noch. Gib mal nochmal her. Hallo? Eine Idee habe ich noch. Aber kann sein, dass er uns dann umbringt. Aber, naja. Nicht so geil? Ja, dann lauf einfach weg. Oh. Ja, siehst du mal. Ist er kaputt? Ja, okay. Er ist eigentlich da oben drin. Das heißt, wenn er jetzt gleich Schaden bekommt, ich lauf mal weg. Du kannst ja... Oh. Siehst du? Ja, sag ich doch. Funktioniert. Alter, das ist ja über... Oh, ist viel zu laut einfach. Ja. Halt mal die Klappe, Alter. Echt so, Wizard. Yeah! Juhu! Wow. Meine Damen und Herren, das war das heftigste Special aller Zeiten. Weißt du, wir kriegen es halt sogar hin. Folge 100. Guck mal, was ich habe. Geil. Hui. Ich hab den Erfolg. Ja, stimmt. Ich will den jetzt auch haben. Ich muss jetzt okay, auch dann mal sollten wir spawnen. Wohl noch mehr töten. Ein Glück, dass wir noch 3 haben.
Wie flach das einfach war. Meine Fresse. Oh, das funktioniert nicht. Das funktioniert. Ich nehme einfach alle mit jetzt. Alle neun, die wir noch haben. Ja. Ich guck mal ganz schnell auch, ob ich den Erfolg überhaupt bekommen kann. Was hast denn du dafür? Du hast The Beginning. Weiß ich gar nicht. Requires. Lol. Nee, das kann ich noch gar nicht machen, weil ich nicht im End war. Okay, kann ich noch gar nicht machen, aber ist egal. Hä, wieso warst du noch nicht im End? Nee, ich habe am Anfang ja so gespielt, dass ich keine Achievements bekomme. Und seitdem ich halt anders spiele, war ich noch nicht im End. So, ich werf dir mal alles hin. Du kannst das besser als ich. Wie flach das einfach war. Wie so voll am Verzweifeln. Hey, es funktioniert nicht. Was müssen wir machen? Oh, da ist er ja. Jetzt funktioniert. Jetzt will ich aber. Also hier diese drei, ne? Ja. Hier und hier und, und hier auch. Ja, genau. Dann spawnt der nächste Wizard. Boah, wenn du hier stehst, kriegst du keinen Schaden von der Explosion. Oh, dann komme ich zu dir. Hallo. Glaube ich. Kann natürlich auch sein, dass es Quatsch ist. Das ist so schön hier, finde ich. Aua. Aber Schaden habe ich auch nicht bekommen. Hui. Es ist halt so hart laut. Oh, der darf nicht da rausglitschen. So, den Rest darfst du machen. Dann hast du auch einen Wither getötet. Ja, aber es macht keinen Unterschied. Ich hab den zweiten Adders da. Das ist zu einfach. Weißt du, ich hatte eigentlich vor, den unterirdisch zu töten, dass du halt irgendwie so, da hast du halt immer noch sowas wie eine Herausforderung, weil du ein bisschen gucken musst, dass du nicht stirbst, aber das ist halt wirklich so. Es ist halt, du stehst da und machst ihn halt kaputt. Oh, nicht mal mein schöner Boden geht kaputt, den ich hier extra designtechnisch hingesetzt habe. Sehr, sehr gut. Klimm kannst einfach. Klimm kannst. CCC. One-Hit Herbert. CCC. Klimm kannst einfach. So, das darfst du auch mal einen komplett alleine spawnen. Guck mal. Juhu. Plopp, plopp, plopp. Voll unspektakulär. Das ist so hart unspektakulär einfach. Boah, Special. Wow, 100 Folgen Kraftattacke. Boah. Aua. Du hast halt einfach nochmal. Mal gucken, ob wir es schaffen, diesen Wither zu töten. Aua. Alter. Oh, er hat sich rausgebackt, oder? Oh oh. Ich bin auf jeden Fall gewithert. Und er ist down. Ich hab einen Netherstar. Alter. Er hat sich halt wirklich rausgebackt. Das ist halt echt fast noch schief gegangen gerade. Ich hab aber halt auch nur noch zwei Herzen. Stirbst du? Ah, ich sterbe jetzt. Ja, ich sterbe. Tust du nicht, ich hab dich geheilt. Oh, danke. Ich sterbe aber jetzt schon wieder. Ja, jetzt soll ich jetzt überlebe ich es, glaube ich. Ich hatte jetzt zwei Potions gebraucht, Mann. Ich bin halt extra so vorbereitet gewesen. Gibst du mir den Star, damit ich in die. Oder willst du ihn selber in die Chest machen? Jetzt machen. Habe ich schon. Okay. Habe ich schon reingeschnitzelt. Ja, gut, also das ist wohl kurz spannend gewesen in dieser Folge. Kurz aber nur spannend. Kurz. Wir achten darauf, dass es nicht zu spannend wird, Leute. Keine Angst. Ja. Immer nur ein bisschen Spannung. Kannst du es irgendwie reparieren, dass wir noch einmal... Ja, das Problem ist hier, die Stelle ist ein bisschen doof. Wir müssten ihn so spawnen. Alter, das war gerade echt kurz spannend. Auf der Seite ist es eigentlich sicherer, wenn wir ihn spawnen. Hast du noch was Soul Sand? Ja, ja, ein bisschen habe ich noch. Nice, ich brauche nur zwei. Ich glaube, das ist cleverer, wenn wir den hier spawnen, falls der hier gespawnt werden kann. Pack mal hier die Köpfe hin. Haben wir das nicht eben schon ausprobiert? Funktioniert. Ah, nee. Weil jetzt spawnen wir ihn genau auf dem Block, wo... Na, jetzt kommt er da gar nicht mehr raus. Und er kann auch nicht mehr schießen. Das sieht gut aus. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Bin ich auch. Ja, ein bisschen zurück. Vorsicht, Explosion! Oh! Okay, wow. Der stirbt einfach so schon. Ich habe ein bisschen Angst, dass der Netherstar hochglitscht. So wie der gerade hier drin ist. Ja, wenn der oben ist, können wir den auch holen. Ich hab ein kleines Geheimnis. Ah, nee. Juhu. Keine Sorge. Hat funktioniert. Ja, yeah, zwei Netherstars. Sehr nice. Sehr gut. Ja, wir teilen fair, zwei für jeden. Genau, High Five, mit der Fackel. Nice. Mit der Fackel und, in der Sicht. Und weil das Special so super specialig ist, machen wir es jetzt noch ein bisschen krasser und zeigen euch noch die Farm, die wir gebaut haben. Ja, das ist eine gute Idee, oder? Ja, machen wir mal. Dann komm mal mit. Okay, zeig mir mal die Farm, Klimmy Boy. Die Farm, Mom? Die Farm, Mom. Farm to the Mom, Mom to the Yeah. Ich traue mich aber ernst gesagt, alles klar. Ernstsaft, das ist der neue Saft. Ja. Ernsthaft nicht einen ohne dich zu töten, weil du bist der Master of Wither so. Geht. Du bist wahrscheinlich auch der erste Mensch auf diesem Server, der überhaupt das Achievement hat. Ja, möglich. Oder Revi hat schon, weiß er nicht. Stimmt. Weiß er nicht, was er gestern veranstaltet hat. Wissen wir nicht, was der so getrieben hat.
Er hat nur ein Backup von der Welt gemacht und gesagt, ja, ich warte noch 5 Minuten auf euch, dann mache ich den Backup. Grins, grins. Mhm. Vielleicht hat er auch irgendwie nur versucht, die Welt zu retten, bevor er alles mit Withern. Wahrscheinlich spawnt er einfach 10 Wither in der Stadt und guckt, was passiert. Ja. Oder er hat es schon gemacht. Was ganz, wo ich ihm sehr dankbar drüber wäre. Weil, wenn der das heute macht, dann hat er gestern Abend den Backup gemacht. Das heißt, wir hätten die Nether-Sterne nicht mehr. Ach ja, die kriegen wir ja wieder. Ja, so lange dauert es ja nicht, ne? Ist ja, also ich meine, 3 von 4 Mal hat es funktioniert und das eine Mal haben wir souverän die Lage gemeistert. Ja. Ich stand hinten, hatte Angst und du hast den Mutter getötet. Sehr nice. Ich habe aber auch ein halbes Herz Schaden bekommen, muss man dazu sagen. Also, ja, ich habe irgendwie 10 Herzen, mehr als 10 Herzen. Ich habe es nur überlebt, weil du mir die Drecke gedroppt hast. Da. Ich glaube tatsächlich, dass es auch daran liegt, dass er auf dich fokussiert war. Also gutes Teamwork mal wieder. Teamwork. Wither können wir. Alles andere wir, nicht so, aber Wither können wir. Wir können ja andere Leute bei uns Wither-Dinger bestellen lassen. Genau. Dann kostet das Geld, hier lang. Ja, du kennst den besseren Weg. Hui. Ich laufe hier immer 10-mal im Kreis rum. Ja, eigentlich ist es nur hier direkt hier unten, ne? Also. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was man da für einen Weg kennen muss. Ich habe halt voll den konkreten Weg gebaut und alles. Ja, und was ihr jetzt hier seht, ist die Arbeit von 3 Stunden? Ja, 2, 3, 4 Stunden, sowas. Ja, so Folge 96, 97. Dieses Cobblestone-Konstrukt, damit die Lava weg ist, das hat genau so lange gedauert. Also wir haben halt echt lange überlegt und ich bin auch mehrfach aus Versehen reingefallen. Ja. Das stimmt, es war anstrengend. Ja, das war viel, viel Arbeit. Aber schlussendlich haben wir es dann geschafft. Ja, hier sind gar keine Skelette. Das ist jetzt kaputt. Was ist denn aber hier Blade passiert, lieber Klim? Was ist denn das für ein komischer... Oh, wir sind disconnected, weil wir da hinten hingegangen sind. Scheiße. Ja, krass, ne? Weil das ist der Disconnect-Bereich. Wenn man da reingeht, disconnected man. Krass. Was ist denn hier passiert, Klim? Das sieht ja aus wie eine Farm. Ja, wir haben hier eine Wither-Skeleton-Farm gebaut. Und überall, wo diese Kreuzungen sind, hier jetzt zum Beispiel, können Wither-Skelette spawnen in diesem Bereich. Und deswegen töten wir jetzt die Blazes. Hoffentlich hast du ein Looting-Schwert. Nee, hast du nicht, ne? Schade. Mhm. Ja, naja, also es funktioniert letztlich. Halt hier, okay, ja, erzähl. Okay, ihr könnt halt hier überall spawnen und wir haben hier so eine kleine Safe Area, wo die nicht reinkommen, weil es nur 2 hoch ist. Da können nur wir runterlaufen und die spawnen halt hier und hier drüber und so viel Farm ist das eigentlich gar nicht. Wir haben nur ein bisschen die Spawnfläche von denen vergrößert. Das heißt, da hinten an den Kreuzungen können die spawnen oder beziehungsweise genau hier eigentlich in diesem Bereich. Und hier eigentlich auch nochmal, weil hier irgendwo auch noch eine Kreuzung war. Und ja, dann müssen wir eigentlich nur noch hingehen und die töten. Und so haben wir gestern halt 13 Köpfe? Nee. 12. 10 Köpfe gefarmt. Nee, 3 hatte ich schon, einen hast du. Also haben wir 9 Köpfe gefarmt gestern. Ja, immerhin. So schnell hier durchschwimmen. So ohne Probleme quasi. Du hattest auch noch irgendwo was gebaut, ne? Ja, ich bin gerade am Hinschwimmen, aber es war nicht ganz einfach, weil Lava meinen Fortlaufen quasi beeinflusst hat. Hier unten ist nochmal eine Spawn-Plattform. Aber ansonsten, ja, es war halt viel Arbeit, weil wir halt auch irgendwie alles andere mit Half-Slabs auskleiden müssen. Wie man hier schon sehen kann. Damit da nichts mehr spawnen kann. Ja, wir sind kann. Noch nicht fertig, aber... Wir sind noch lange nicht... Oh, da hinten sind welche gespawnt. Hey, wo ist deine zweite Spawn-Plattform? Das sind sogar Wither-Skelette. Die sind einfach nur unten den Weg entlang. Hey, ich bin da doch gerade, ich sehe hier nichts. Ja, da ist nochmal eine Plattform. Mhm. Nö, wurde nichts gedroppt. Schade. Schade, das wäre cool gewesen. Aber ja, und dann haben wir hier ein bisschen Netherrack. Oh, ich kann eigentlich das davon mitnehmen. Ich mag Netherrack. Okay, ich lasse das ja dann hier. Oh, da oben sind nochmal welche. Da sieht man jetzt schon, wie effizient die Farm ist. Und hier kann man jetzt halt einfach hinstehen und sie töten. Ja, einfach ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Wither töten. Auch nichts gedroppt. Das wäre jetzt irgendwie cool, wenn jetzt nochmal eins ins Kopf droppen würde, aber ist wohl gerade nicht der Fall. Ja, das hätte schon irgendwie Stil, aber bei uns haben die Videos in die Stil. Deswegen haben wir den Wither auch so billig getötet. So richtig billig, einfach oben eingebaut. Ich dachte echt, es wäre spektakulär, aber es war ganz kurz spannend. Es war ganz kurz spannend, das war, aber wir wollen euch ja auch nicht befordern. Ja, ist richtig. Was machen wir jetzt? Sollen wir die Beacons noch in dieser Folge bauen? Oder ja, heben würde wir uns sagen, das, oder heben wir uns das ganz sneaky für die... Nee, ich würde sagen, wir setzen hier einen kleinen Schnitt, dann machen wir die Beacons und dann sind wir glücklich. Boah, da muss ich ja auch noch schneiden, Alter. Ist ja heftig. Scheiße. Und das alles für boah, das ist heftig. Ey. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss. Okay, dann machen wir hier ein kurzes Cutty-Line. Hm? Und sehen uns dann gleich wieder, wenn wir Beacons bauen. Deine Bis Idee. Gleich. Tschüss. Sag was.
Tschüss. Damit ich den Cut machen kann. Cut. Und Action. Cut. So, hier sind wir wieder. Jetzt kleiner Cut gewesen. Klim hat mir noch kurz ein Geheimnis gezeigt. Das war Geheimnis. Ein geheimes Geheimnis. Und jetzt sind wir wieder hier und haben Obsidian dabei und haben hier Nether Stars. Und jetzt werden wir erst meine bauen und dann Klims. Juhu. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum die Command Block hier stehen, die sind dafür, dass niemand in Skates Lager kann, weil immer alles geklaut wird. Genau. Wollte ich nur nochmal zeigen, bevor sich die Leute fragen. Heftige, ich hab's halt schon erklärt und alles, auch wie sie funktionieren. Und ich habe immer noch Fragen dazu. Hier, Beacons, 2 Stück. Bam, gecraftet. Also ich crafte mir direkt auch 2. Ich weiß nicht, wie das Rezept geht. Ich probiere einfach mal. Okay, ich bin gespannt. Man braucht Glas, Obsidian und Netherstars für. Ja, weiß ich. Ich glaube, ich weiß, wie der. So viel verrate ich dir. 2 Beacons. Musst du selbst herausfinden. 2 Leuchtfeuer, wie man in Minecraft ja so schön sagt. Genau, weil Leuchtfeuer auch voll aussagekräftig ist und wow. Ja. Okay, mega. Dann stellen wir sie bei mir auf und dann gehen wir zu dir, oder? Ja, das ist. Das geht raus. Dankeschön. Aua! Ja, Schaden bei dir. Ist ja klar, wenn ich zurückgehe und die Wand kommt und in dem Moment halt in den Block bist, kriegst du halt ein bisschen Schaden natürlich. So. Hui. Beckens. Wo bist denn du? Ich bin ins Becken gesprungen, weil ich ein Becken im Inventar habe. Verstehst du? Boah, wow. Das war ein sehr guter Wortwitz. Wo bist du denn? Jetzt, wolltest du den nicht hier hinsetzen? Doch, hier. Komm mal hier. Hallo, genau. Sehr gut. Ah. Einmal außen rumlaufen. Ich hatte mal einen Eingang, bis ihn Early zugebaut hat. Was ist denn gerade mit meiner Stimme los, Alter? Die ist weg. Die macht Oh Urlaub. Nein, Early hat wieder den Early gemacht. Ach, hier ist mein Eingang. Was denn? Guck mal hier unten. Kannst einfach runterspringen. Und das ist auch ein Zombie. Hallo. Ich wollte Sefe sein. Weißt du, Early hat in diesem Projekt noch nichts anderes gemacht, außer Berge bauen. Das kann er echt gut, habe ich das Gefühl. Also, Early hat auch ein Bergbauunternehmen. Okay, da setzt du deine Beacons hin. Ich weiß noch nicht genau, wo ich meine Beacons hinsetze. Das muss ich gleich nach einem weiteren Cut herausfinden. Das ist bei mir recht provisorisch gerade. Passt das so? Ist das richtig? Ja. Das heißt, ich muss jetzt so. Ich habe selbst keine Ahnung gerade, wie man Beacons baut, aber ich glaube, es ist richtig so. Ja, das ist richtig so, glaube ich. Und jetzt kannst du da 2 draufstellen. Ich möchte noch gern hier unten schnell wenigstens eine Plattform noch fertig machen. Ich habe natürlich keine Schaufel. Hast du eine Schaufel dabei? Ich habe eine Hand dabei. Okay, dann händen wir das schnell weg, damit wir unsere ersten Beacons setzen. Weißt du, wir haben einen fetten Beacon, aber wir graben das noch per Hand weg. Wir kommen halt gerade frisch aus dem Nether und haben sonst noch nichts gemacht. Wieso grabe ich eigentlich das hier weg? Außer hier hingelaufen und gesagt, wow, krass, wir bauen jetzt einen Beacon, wow. Und dann haben wir angefangen, das per Hand wegzugraben, genau. So. Ich baue auch gerade richtig gut. Ey, du musst das schon komplett zubauen da drin auch. Ich weiß, ich habe jetzt erstmal den Border gemacht und jetzt mache ich zu. Weißt du, das ist halt erst in Stufe 2 Beacon und ich habe halt einfach jetzt schon bald einen Stack Emerald-Blöcke weg, ne? So, jetzt sollte es aber funktionieren, oder? Ja. Ja, let's do this. Okay, let's do that shit. Place the Beacon. Wusch. Wusch. Yeah. Hallo. Herbert, dankeschön. Was hätte ich denn gern für einen Effekt? Ich will Speed auf den einen haben. Auf jeden Fall. Eile und Geschwindigkeit. Und Jump Boost ist natürlich auch sehr geil. Haben wir jetzt Speed? Hallo. Ich hab jetzt Speed, ja. Oh, geil. Boah, fett. Das will ich auch in meiner Welt. Was wollen wir auf den anderen? Haste, Resistance oder Chunk Boost? Haste. Ja, Haste vielleicht. Chunk Boost. Geben wir Haste. Aber wie weit ist die Reichweite von dem Ding eigentlich? Nicht weit. Also auf der höchsten Stufe 50 Blöcke. Okay, ich habe auch Haste. Jetzt kann ich Erde schneller abbauen. Das ist toll. Das ist cool jetzt. Jetzt muss ich nur noch eine letzte Sache machen. Aber hier bin ich immer noch in der Reichweite. Hier nicht mehr. Woo! Jetzt sind sie cool in einer anderen. Hä, wo ist der Eingang gewesen? Bis hier ungefähr geht der Beacon. Wo ist der Eingang, voll klar, Alter? Der ist, wo ist der ich Eingang? Ich hab den zugebaut, auszusehen. Mann, ich weiß nicht mehr, wo ich rauskomme. Wo? Du hast mich eingesperrt. Lass mich raus. Lass mich raus. Hier, hallo. Ach, hier war der Eingang. Hi. Alles so, klar, jetzt mache ich auch nochmal ganz kurz Schnibbeldi-Schnibbeldi. Dann sind wir bei mir und dann setzen wir die Beacons auf. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf Schnibbeldi-Schnibbeldi. Ich mache Schnibbeldi-Schnibbeldi. Du machst Schnibbeldi-Schnibbeldi? Dann mache ich auch Schnibbeldi-Schnibbeldi. Bis gleich. Schnapp. Schnibbeldi-Schnupp. Da sind wir also. Und ich habe mich auch entschieden, wo ich den hinbauen will.
Und zwar genau da, wo der Skate gerade ist, in meinem Turm. Aber von oben in meinem Turm. Denn nach unten hin sind die unendlich, hat Skateboy gesagt. Ja, die sind allgemein auf Chunks unendlich, wenn ich das richtig verstanden habe. So, du hast jetzt auch deinen krassen Block dazu getan. Ja. Hast du noch ein paar, dann kann ich mitbauen. Da. Also du schmeißt die halt genau ins Loch. Alter. Würdest du mir mehr geben und die eben holen gehen? Okay, jetzt habe ich 7. Ich habe keine mehr. Ist, ich auch nicht. Hä? Brauchst du nicht gerade eins zu groß? Nee, brauchst du nicht. Ja, dann mache ich das jetzt mit Gold. Es wird übrigens scheiße knapp. Also ich glaube, die da unten reichen halt auch nicht. Ich hole die mal schnell. Das ist halt... Das ist so richtig so typisch einfach eigentlich. Alter. Ich werf sie halt erstmal runter. So. Ah ja, ich sehe sie. Mein Beacon ist fertig gebaut, erstmal. Der muss natürlich später noch größer werden. Aber so Hier ist nur einer. Hä? Wo sind die anderen? Es ist egal, aus was. Die, müssen die einzelnen Phasen aus demselben Block sein oder kann das auch unterschiedlich sein? Es ist total scheißegal eigentlich. Okay, dann gucken wir mal. Hä, wo ist denn, wo sind die anderen? Ich hab jetzt nur... Juhu, ich hab ein Becken. Und noch ein Becken. Jetzt ruhig auf mich warten können. Was sind denn so, die? Entschuldigung. Also irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie nur einer runtergefallen. Ja, es ist nur einer runtergefallen. Oder ja, die anderen liegen sonst irgendwo. Hä, wie mache ich die jetzt an? Wie sage ich jetzt, was ich haben will? Ja, indem du sagst, Herbert. Und dann hört er auf dich. Muss ich dem ein Gold geben? Dann muss ich auswählen, was ich haben will. Und dann auf OK drücken? Ja, zum Beispiel. Komme ich jetzt am schnellsten wieder hoch? Ja, jetzt habe ich Haze. Und jetzt noch Speed. Jetzt müsste ich auch aber gleich den Effekt bekommen. Speed. Ah ja, ich hab's. Oben rechts wird angezeigt. Yeah! Alter, ich hab einen Becken. Bei dir verläuft man sich einfach nur. Okay, jetzt habe ich irgendwelche Rüstungen ausgetauscht. Muss ich noch gucken, wie das aussieht. So, du bist da. Nee, da muss ich wieder runter. Ich will hier raus. Okay, das sieht schon besser aus. Okay, ich weiß wieder, wo ich bin. Ja, es ist alles sehr schnell. Okay, krass. Und jetzt müsste bald... Oh, wie cool es bei dir aussieht, ey. Richtig weil so aus... Weil er aus dem Turm geht. Ja. Boah, und der ist auch noch grün, weil es sein muss, grün muss grün sein. Ja, super. Also Damit sind wir die ersten in Craft Attack, die Beacons haben, ne? Ich sehe halt momentan echt noch keine Strahlen hier irgendwo. Aber ab heute darf man das machen. Also sind wir wahrscheinlich... Oh, jetzt ist der Effekt weg. Also sind wir wahrscheinlich tatsächlich... Boah, das sieht so geil aus. Ich muss mir halt echt eine Disco dafür bauen, dass die ganze Zeit die Farben wechseln. So. Das wird dann das nächste Projekt. Ich muss natürlich jetzt auch noch testen, ob die wirklich auch bis unten zur Höhle gehen, weil da brauchen wir die ja jetzt. Ist das wunderschön. Alter, ich wäre fast gestorben wegen dem Kackeis hier unten, wegen Frostkacker. Ich hätte hart gefeiert. Boah, nee, wie das bei mir auch. Boah, das ist so schön. Ich muss mal auf meinen Berg hoch. Nee, wir sind nicht nach unten und oben unendlich. Hä, doch müssen sie. Nee, ich bin gerade genau unter dem Turm. Es stand aber auf der Minecraft-Wiki, ich habe das nachgeguckt. Ja, dann hat sich in der 1.0 geändert, ich habe die Effekte hier unten nicht. Echt? Sehr pervers. Ja. Gut, dann baue ich die noch um, irgendwann, aber nicht jetzt. Denn ich würde sagen, die Folge ist jetzt vorbei. Hä? Ist es nur nach oben unendlich? Ich muss mal kurz gucken hier. Das wundert mich wahrscheinlich nur nach oben oder so. Also ich bin jetzt im Radius, aber halt viel zu viele Blöcke weiter oben. Also irgendwie 100 Blöcke weiter oben. Jetzt gucke ich mal, ob ich den Effekt neu bekomme oder ob er... Nö, hier bekomme ich ihn neu. Nö, hier unten bekomme ich ihn gar nicht. Ach, hier. Und ich stehe halt direkt runter jetzt. Also jetzt stehe ich direkt runter. Krass, dann sind sie nur nach oben unendlich und nicht nach unten. Das wusste ich nicht. Okay. Ja gut, muss ich den hier in die Decke, in den Keller bauen. Ja, habe ich vielleicht falsch gelesen. Aber was du auch machen kannst, in der Höhle hier einen Strahl, der hochgeht. Ja, das ist doch auch cool. Also ich werde das bei mir auch machen, dass ich die über kurz oder lang komplett nach unten verbannen. Über kurz oder lang komplett nach unten verbannen. Man sieht von mir aus deine Strahlen. Wie cool sieht das denn aus? Wenn ich bei mir auf dem Dach stehe, sehe ich meine Strahlen und deine auch. Boah, es ist angenehm, hier hochzugehen mit Speed. Na, ich baue die um und ich würde sagen, bei mir sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge von Minecraft Kraft und Hack. Ja, meine 100. Folge kommt ja noch. Aber es ist krass. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist echt cool. Und das war meine 100-Folgen-Special-Folge oder so. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schaut bei Klimmyboy vorbei. Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.